Und das nächste Thema ist Ökobilanz. Ökobilanz klingt super, super oldschool, so Rentierpulli und irgendwie Komposthaufen in der Küche. Aber es kommt tatsächlich auch aus den 90ern, wurde dann immer wieder weiterentwickelt, glaube ich, ist im Ursprung sogar noch ein bisschen älter und ist total spannend. Weil nämlich, wer sich erinnert an die fünfte Sendung, wo wir mit dem Gast Miriam Google hier zusammengesessen haben und über Scopes geredet haben. Da ging es ja darum, Unternehmen zu bewerten, was für eine Art von Öko-Auswirkung zum Beispiel im Bereich Klima die haben, selber an der Wirkungsstätte, im indirekten Energieverbrauch und eben auch in der Lieferkette. Und wenn man das alles zusammenrechnet, dann kann man es auf die Einheit runterbrechen und kann man sagen, okay, dieser Quietscheente hat jetzt so und so viel CO2-Emissionen, so bis sie dann da ist. Und wenn du jetzt irgendwie einen Apfel hast oder meinetwegen eine Avocado, dann hat die halt eben tatsächlich an sich selber auch schon einen ziemlichen Abdruck. So. Und es sind natürlich aber auch noch weitere Auswirkungen denkbar. Wenn wir jetzt nicht an die Avocado denken, sondern zum Beispiel an irgendwie ein elektronisches Gut, so meinetwegen ein Mobiltelefon, dann hast du halt eben hier auch Metalle, teilweise seltene Erden und so weiter. Also da kommen ganz viele Dinge zusammen. Und wenn man jetzt sagt, man möchte, weil man möchte ja nicht wirklich, Verbote sind ja böse, staatliches Handeln ist böse, aber der Konsument soll doch bitte aufgeklärte Entscheidungen treffen. So, das ist ja immer aber wieder so ein Blödsinn, der gesagt wird. Da muss man aber auch die Informationen an die Hand geben. Wenn der Konsument selber eine Entscheidung treffen soll, dann müsste im Prinzip draufstehen, übrigens für die Erstellung dieses Produkts wurden 1,5 Tonnen CO2 emittiert. Oder so und so viele Kinderarbeiter haben dafür die Hände verloren. Oder aber, also weiß schon, was ich meine. Und diese Art von Transparenz, die kann man herstellen und die Methode dafür ist eine Ökobilanz. Gibt auch noch andere sogenannte Life Cycle Assessments, die ich gut finde hier nach ISO 14040. Die stellt quasi eine Art von Prozess vor, wie du Produkte und Verfahrenstechniken nach einem bestimmten Scope, den du vorher festlegst, bewerten kannst, um dann zu sagen, das steckt tatsächlich an Auswirkungen drin. Und das sieht dann so aus, relativ straightforward, relativ einfach. Es ist eigentlich wichtig eher, dass es geordnet ist, damit man es vergleichen kann. Das heißt, man sagt halt, es soll um diese Sachen gehen, das sind die Systemgrenzen, das möchte ich mir anschauen. Und dann guckt man sich die Stoppströme an, dann guckt man sich die Anteile an, rechnet das dann durch, schaut dann eben, was in dem Prozess ist und so weiter. Und am Ende kommt dann eben eine Abschätzung, was für Auswirkungen das Ganze hat. Ne? Also ein Lifecycle ist ja auch dieses von dem Sourcing bis zur Ware, also am Ende dann eben, bis es dann wieder mit dem Stoffstrom zugeführt wird oder thermisch verwertet oder irgendwo in ein Ökosystem geworfen. Also an irgendeiner Stelle passiert ja am Lebenszyklusende eine Art von Beseitigung. Und das alles kann man sich ansehen. Und da kommt man dann zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Beispielsweise, wenn ich eine Ökobilanz für so eine Plastikflasche erstelle, dann und gleichzeitig eine erstelle für, sage ich mal, eine Glasflasche, dann könnte ich, wenn ich die Systemgrenzen entsprechend definiere, mir sehr schnell schön rechnen, dass diese Plastikflasche viel besser ist von den Öko-Auswirkungen her. Na, weil man dann eben sagt, okay, gut, das ist nur so und so viel Plastik, das geht dann als, hat einen Rezyklatanteil, also irgendwie so Altplastikanteil, das geht dann in so ein Rohling, der wird aufgepustet, dann befüllt, dann wiegt er nicht besonders viel, dann wird er verbraucht und anschließend wird er dann sortenrein sortiert und so weiter, so, also Best Case. Und bei Glas wiederum, da könnte man zum Beispiel sagen, ja, das ist sehr energieintensiv, das herzustellen, zu befüllen, dann wiegt es auch mehr und so weiter. Und am Ende muss das dann ja auch wieder zurückgebracht werden und so weiter. Das könnte man sagen. Und das wird auch teilweise gemacht. Deswegen muss man Ökobilanzen dann auch immer gut lesen, damit sie vergleichbar sind. Denn so eine Flasche hier ist ja ein Weg, das heißt, die wird am Ende zerstört und es gibt ja auch als Plastikmehrweg, dann ist es nochmal ein bisschen anders so. Und Glas läuft aber mehrfach rum. Ne? Also Glasmehrweg wird dann eben gewaschen, wieder befüllt, gewaschen, wieder befüllt. Und sobald es dann eben so mehrere Durchläufe gehabt hat, ist es ein wirklich sehr, sehr, sehr gutes Gebinde. Und wenn man das weiß, kommt man natürlich politisch auf andere Entscheidungen. Wenn ich der politische Akteur bin und sage, okay, ich möchte in meiner Laufbahn nicht einfach nur Macht verwalten, sondern wirklich eine Veränderung bewirken, dann könnte ich zum Beispiel die Neuordnung einer Verpackungsverordnung machen und dann sagen, Plastik ist aus. So war es ja früher auch mal. Wenn du dich erinnerst, so als wir beide Kinder waren, da gab es dann irgendwie die meisten Sachen einfach in der Glasflasche. Die Plastiksachen, die kamen ja dann erst später. Und da gab es auch mal die Dosen. Sie waren dann irgendwie dann auch mal für ein paar Jahre weg wegen Pfand und so weiter und kamen dann auch wieder und so. Wenn ich jetzt aber sage, ich müsste jetzt eigentlich heute, müsste ich im Prinzip jedes Gesetz, und so ist es ja eigentlich auch gedacht, jedes Gesetz soll momentan einem Klimacheck unterzogen werden.
Das Klimaministerium hat jetzt kein Vetorecht, aber es muss, also jedes Ministerium macht einen eigenen Klimacheck. So, und wenn ich jetzt derjenige bin der Verpackungsverordnung, müsste ich eigentlich diesen Klimacheck machen und sagen so, vielleicht sollte ich einfach Gebinde, die halt irgendwie so schädlich sind, weil das sind irgendwie schon ein paar Prozent der globalen Mineralölsachen fließen ja da rein. So, das müsste ich dann und landen dann im Meer und dann als Mikroplastik in unserem Körper. Das müsste ich einfach verbieten und sagen, wir nehmen die und die Infrastruktur gibt es ja noch, wir nehmen Glasmeer weg und machen das damit so. Ne? Dann kommt man auf andere Dinge. Aber Basis dafür ist, dass man sich damit auseinandersetzt. Und der eine Satz noch, wenn, immer wenn ihr sowas hört, von wegen hier klimaneutral oder da hier so und so viel, so und so umweltfreundlich ist das oder so weiter. Wenn dahinter nicht irgendwie eine Art von wirklicher Ökobilanz steht, dann kannst du davon ausgehen, dass es wahrscheinlich sich irgendeiner ausgedacht hat, möglicherweise sogar hier Greenwashing oder irgendeine andere Art von Täuschung irgendwie dir vorliegt und so, weil wenn du dich wirklich damit auseinandergesetzt hast, dann siehst du meist auch, was du anders machen musst, um es besser zu machen. Und man könnte ja auch sagen, jeder Produzent von Konsumgüterartikeln oder von einem langlebigen Elektronikgut muss so ein Ding vorlegen. Könnte man auch machen. So, und dann kann man eben sagen, so und so viel Auswirkung hat das gehabt. So, und dann würde es dann eben auch eine andere informierte Marktentscheidung passieren. So. Das heißt also, dieses ganze Thema, glaube ich, wird uns in den kommenden Jahren noch mehr interessieren und auch viel wichtiger werden, viel häufiger aufkommen. Deswegen habe ich es als Thema mitgenommen, weil immer, wenn dir einer erzählt, das ist so und so schädlich und so weiter, dann gleich dran denken, dieses mal nachzufragen, woher weißt du das denn und kann ich mir das mal angucken? Was ich dazu noch sagen wollte, ist, also A, es ist nicht so wie mit der Kernfusion, dass wir keine Alternativen jetzt schon hätten, um andere Verpackungsmaterialien zu produzieren. Also da ist die Forschung nicht nur schon sehr weit, sondern auch die Art und Weise der Produktion der Verpackung ist weit fortgeschritten. Das heißt, hier wäre ein Verbot doppelt sinnvoll. Und Kasuyam hat hier im Chat geschrieben, der Konsument würde automatisch bessere Entscheidungen treffen, wenn der Verbrauch der ökologischen Schaden im Produktpreis eingepreist würde. Dann wären auch Verbote weniger nötig und der Kapitalismus könnte sich zu einem gewissen Grad selbst regulieren. Da würde ich antworten, warum diese Umleitung? Weil unterm Strich soll ja das Gleiche rauskommen, dass niemand mehr die Scheiße produziert. Also warum gehe ich denn jetzt den langen Umweg und hoffe dann auf Selbstregulation, die sich in den letzten Jahrzehnten nie bewahrheitet hat, weil man immer irgendwelche Schlupflöcher gefunden hat? Warum sagt man nicht einfach, Leute, wir haben es gecheckt, es gibt alternative Verpackungsformen, diese eine Form der Verpackung ist nicht mehr, so wie wir heute auch kein DDT mehr nutzen. Wer weiß, wahrscheinlich nächste Woche kommt Aiwanger daher und sagt, wir müssen wieder DDT auf unsere Felder sprühen. Würde ich ihm durchaus zutrauen, so reaktionär, wie die sich gerade aufstellen. Also das verstehe ich halt nicht. Warum hält man so an diesem Pseudo-Freiheitsding fest, um zu glauben, dass man wirklich, und ich spreche hier jetzt nicht von irgendwelchen Dingen, die einen massiven Eingriff in unser Leben bedeuten. Aber Verpackung ist wirklich ein Thema, wo man sagen könnte, das und das gibt es jetzt nicht mehr. Punkt. Umweltschädliche und die umweltschädlichsten Sachen damit einfach mal anfangen und Tatsachen schaffen, anstatt jahrelang darüber zu diskutieren. Man müsste mal über den Preis und so weiter und es passiert gar nichts, sondern im Gegenteil, die ganze alte Scheiße kommt durch die Hintertür wieder rein. Ja, das, also ich kann natürlich verstehen, dass das eine dann irgendwie, man hat dann weniger Veränderungsschmerz, aber du hast natürlich recht, die Evidenz Verpackung. spricht, dagegen. Immer dann, wenn der Markt da die Freiheit hat, also erstmal freiwillige Selbstverpflichtungen werden immer unterlaufen. Zweitens, wenn es solche Sachen sind wie Offenlegung und so weiter, wird dann auch immer damit getrickst und am Ende gibt es dann kein Sanktionsregime. So, also sprich, dann macht man es einfach. Und wenn man dann doch eins macht, dann hast du halt vielleicht. Hast du dann Compliance oder vielleicht hast du auch Schwarzmarkt oder wie auch immer, keine Ahnung. Also irgendwie verrückte Sachen gestehen da. Nein, also die Situation, in der wir drinstecken, sind darüber gekommen, dass wir diesen freien Markt haben. Der hat nämlich dann eben sehr, sehr günstige und sehr, sehr schädliche Arten der Wirtschaft für sich kultiviert. Und da er das freiwillig nicht aufgeben wird wegen Rendite, müssen wir als Gesellschaft uns dafür entscheiden und sagen, bestimmte Sachen machen wir einfach nicht mehr. Wir haben uns auch da als Gesellschaft für entschieden, nicht Kinderarbeit zu machen, weil das unsägliches Leid gibt und
Biografien von Menschen beendet und Leute dann irgendwie mit Anfang 30 sterben und Elend macht und so weiter. Wir haben uns ja, und wirtschaftlich wird das total Sinn machen, aber wir haben uns irgendwann als Gesellschaft gesagt, nein, wir entscheiden uns dagegen. Und wir haben uns auch dagegen entschieden, dass wir alle bewaffnet sind. Und wir haben uns auch dafür entschieden, uns alle irgendwie anzuschnallen. Und wenn man sich daran erinnert, die ersten Jahre gefesselt ans Auto und so weiter, riesen, riesen Probleme und so weiter, darf man, ne, oder Rauchverbot und so. Zu der Zeit, als das Rauchverbot kam, war ich ziemlich starker Raucher. Mich hat das ganz schön abgefuckt, so, ne? Aber am Ende freuen wir uns heute doch darüber. So, also was ich sagen will, ist halt dieses, auch wenn wir uns die Welt von morgen nur schwer vorstellen können, wenn sie besser ist, sollten wir zumindest den Versuch wagen, es zu machen. Wir können uns, und da ist Konsumgüter ist natürlich da ein Riesenthema. Wir haben in Europa ist nur die Lebensmittelindustrie 450 Milliarden groß. Wir reden also hier über ein Moloch. Das ist eins der größten und gefährlichsten Industrien tatsächlich. Deswegen gibt es auch sowas wie Foodwatch, die sich seit 20 Jahren das angucken. Und wenn du denen jetzt auf einmal sagst, hey, hör mal zu, du darfst nur auf eine bestimmte Art verpacken, nämlich zum Beispiel nur irgendwie eingeschlagen in so und so und so, dann können die einfach bestimmte Arten von Lieferketten nicht mehr aufrechterhalten. Das ist auch der Grund, warum, wenn du jetzt eine Verpackungsverordnung hast, in der halt eben diese Wegwerfplastiksachen nicht mehr erlaubt sind, dann befördert das lokale Communities und den Mittelstand und schadet großen Unternehmen. So, und deswegen hat man sich einfach irgendwann dafür entschieden zu sagen, die Kapitalinteressen des einen sind uns wichtiger als die lokalen Communities und das, was für die Umwelt ist und so weiter. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir wertetechnisch das neu verhandeln. Und die Sache ist ja halt dieses, wir sind jetzt in dem Raum, wo man verhandeln darf. Und der politische Akteur guckt gerade, ob man ihm jetzt auf die Finger guckt oder nicht. Und je nachdem, wie laut und wie hörbar wir uns eben für diese Interessen einsetzen, wird die Entscheidung auf die richtige Seite fallen oder wieder auf die alte Seite. Und dann haben wir nochmal wieder 10 Jahre diese ganze Scheiße an den Hacken. Und es geht ja gar nicht darum zu sagen, dass eine bestehende Industrie, die jetzt davon Profit macht und lebt, dass die dann von heute auf morgen alles einstellen muss. Also Nö. diese Diskussion haben wir ja gerade zum Beispiel beim Thema Landwirtschaft, wo ja jetzt ein Appell wieder gemacht wird vom Bundeslandwirtschaftsminister, weniger Fleisch zu produzieren. Und natürlich sagen die Landwirte nein, also weil sie bekommen nichts angeboten dafür. Also das ist doch der Punkt. Also nur mit einem Verbot ist es natürlich nicht getan, sondern ich muss natürlich gleichzeitig ein Transformationsangebot schaffen. Nämlich einen Transformationsanreiz, indem ich zum Beispiel dann günstige zinslose Kredite zur Verfügung stelle, damit auf die neue Verpackungsform umgestellt wird. Das ist für mich der weitaus kürzere, schnellere Weg, als jetzt über den Umweg zu gehen. Wir machen mal so langsam die Preise hoch und wir sehen ja, was die Bepreisung von Emissionen, was damit passiert ist. Die wurde jetzt mal die letzten 2 Jahre, glaube ich, auf Eis gelegt, weil man gesagt hat, ja, die wirtschaftliche Situation ist so schwierig, wir können jetzt nicht noch Emissionenpreise höher machen, wie sie eigentlich sein sollten. Dieses Prinzip funktioniert offensichtlich nicht und es ist viel zu langsam. Und das ist doch einfach der Punkt, wo man sagen konnte, da muss ich doch mal auf den Trichter kommen, wenn es mir wirklich ernst ist, andere Mechanismen irgendwie zu Rate ziehen, als zu sagen, das reguliert irgendwie der Markt, wenn man es so richtig bepreist, was im Grunde genommen auch ein Eingriff ist und aber halt ein schwaches und ein langsames und ein anfälliges für ausnutzende Effekte. Genau. Transformation können wir nochmal separat machen. Ich würde mal auf die nächste Folie gehen, auf das nächste Thema. Ja, okay. So, nächstes Thema, Rebound. Erzähl Oh. uns doch mal was zu Rebound. Das passt ja irgendwie ganz gut dazu.